Radio 1 auch in diesem Jahr wieder, das Berlinale Radio. Und gerade heute haben wir die Freude, doch etwas ausführlicher auf den Wettbewerb einzugehen, dank unserer Gäste. Wir hatten also gerade den deutschen Beitrag, kommen jetzt zum Beitrag aus Österreich. Wunderbares Filmland immer wieder. Gerade bei der Berlinale haben wir tolle Schauspieler auch hier, wunderbare Regisseure. Und die Regisseurin, die jetzt hier ist, war auch schon mal bei uns. Das ist schon eine ganze Weile her. 2011 lief ihr sehr persönlicher, vielleicht doch auch autobiografischer Film. Die Vaterlosen kam dann auch ins Kino, war im Panorama. Jetzt ist sie mit ihrem neuen Film im Wettbewerb der Berlinale vertreten, Der Boden unter den Füßen von Marie Kreuzer. Hallo, willkommen. Danke für die Einladung, hallo. Schön, dich wieder zu sehen. Und das ist ein Film, wir haben uns überlegt, obwohl es ja keine Schwestern sind oder nicht, alle drei, könnte man den auch wirklich drei Schwestern nennen? Ich dachte immer so an dieses Dreieck, auch bei Tschechow, so diese Schwestern, die alle so eine Sehnsucht vielleicht haben, vielleicht auch gern woanders wären, vielleicht ein anderes Leben hätten, aber es sind nicht Schwestern, jeweils nicht alle. Und es sind wunderbare Schauspielerinnen. Und eine von diesen drei Schwestern ist jetzt bei uns, eigentlich auch die Hauptdarstellerin des Films, finde ich dann schon, Valerie Pachner. Hallo, willkommen. Hallo. Und erstmal, da ich jetzt so betont habe, Vaterlosen, klar, das war schon offensichtlicher etwas, was mit Biografie zu tun hatte. Trotzdem würde ich auch hier die Frage stellen. Du schüttelst schon den Kopf. Es gibt wunderschöne Gedichte, die man hört in diesem Film am Anfang und am Ende. Und das wird auch gesagt, wo die herkommen. Und da dachte ich mir, vielleicht ist da so ein Bezug irgendwie dann doch zu deinem Leben. Ganz kurz muss ich korrigieren, die Vaterlosen, es geht ja darum, Kinder, die in einer Kommune aufgewachsen sind, es ist, hat nicht im geringsten was Autobiografisches, aber es ist, hängt mir nach. Also es kommen immer wieder Leute und sagen, du bist in einer Kommune aufgewachsen, wie war das eigentlich? Hast du es nicht damals auch gesagt? Inzwischen, ich könnte einfach ja sagen, das wäre einfacher. Tatsächlich ist der Film vielleicht jetzt autobiografisch, obwohl er das auch nicht ist, aber es gibt eine persönliche Vorgeschichte. Also meine Tante war paranoid schizophren und hat, ich habe einiges intensive Erlebnisse und extreme Erlebnisse mit ihr gehabt, die auch in den Film eingeflossen sind. Und als das Drehbuch schon fast fertig war, ist sie gestorben und ich habe dann in ihrer Wohnung also ihre Tagebücher gefunden und auch Prosa-Texte und Gedichte, die sie geschrieben hat. Und eines dieser Gedichte habe ich in dem Film verwendet. Das ist am Anfang und am Ende. Das ist so der Rahmen, finde ich. Die fand ich wirklich sehr, sehr schön. Also die teilen sich auch sehr schön mit. Aber lass uns jetzt mal diese Figur beschreiben, also diese Lola. Ich würde mal schon eines vorgeben. Sie ist ja eine sehr erfolgreiche Frau, also im Geschäft richtig stark vertreten, so Unternehmensberatung. Und ich finde, sie trägt so ihr Kostümchen wie so eine Ritterrüstung irgendwie. Man denkt, boah, das ist wirklich ihre zweite Haut geworden. Das kannst du uns mal vorstellen. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass diese Rüstung, was du da schon ansprichst, war wirklich auch ein wichtiger Teil. Also das Kostüm hat auf jeden Fall wahnsinnig geholfen, in dieses Gehaltene dieser Figur reinzukommen, weil sie wirklich ja so einen Panzer hat. Also für mich hat die Lola, ist so ausgehöhlt innerlich und hält sich halt mit so einem Panzer, sowohl mit ihren Strategien, die sie in ihrem Beruf irgendwie aneignet, also als auch irgendwie mit in ihrem Privatleben. Und eben auch dieses Kostüm hat dann so geholfen, sich so... Wir hatten auch diesen Mantel, der so wie so ein... Und dann hatten wir immer diesen Burberry-Schal, den ich immer so schnell wie möglich loswerden wollte, weil er mich so genervt hat. Und das war irgendwie alles so ein... dieses Äußere, wie du sagst, war irgendwie so total wichtig. Und dieses so sich so halten und auch so körperlich war das so eine wahnsinnige Anspannung, diese Figur quasi nach außen hat, weil es innen nichts ist. Sie hat vorsichtig ausgedrückt eine ganze Menge von Problemen, aber eins fand ich, habe ich so für mich interpretiert, ist eben, dass sie das, was du gerade beschrieben hast, diese Haltung im Beruf irgendwie mitnimmt ins Privatleben oder dass es vielleicht gar keinen Unterschied mehr gibt oder dass sie selbst vielleicht den Zugang zu ihrem eigenen Ich verloren hat, das vielleicht außerhalb dieser Rüstung existiert? Oder wie würdest du es beschreiben? Ja, es ist schon, es ist auf jeden Fall nimmt der Beruf und diese Ausstrahlung, die sie dafür auch braucht, so einen großen Teil ihres Lebens ein, dass sie, glaube ich, da nicht mehr unterscheiden kann. Spreche ich jetzt mit einem Manager oder spreche ich jetzt hier eigentlich mit meiner Schwester oder spreche ich mit dem Arzt meiner Schwester? Also dieses Effiziente, dieses immer vorwärtsgerichtete, produktive Denken und Sprechen, das ist für sie, ist nicht mehr nur dem Job zugeht. Das ist sie einfach, ja, das verkörpert sie. Sie hat eine tolle Geliebte, eine Freundin, ist aber blöderweise immer irgendwie auch ihre Chefin, nämlich Marvi Hörbiger spielt sie. Und dann gibt es eben noch die Schwester, da hätten wir alle drei Frauen dann genannt, nämlich Pia Hirziger war ja auch schon hier mit ihrem Mann, mit Josef Harder bei uns. Also die spielt deine Schwester und das ist eine schwer depressive Frau, die ist offenbar eben auch angelehnt an das, was du gerade schon geschildert hast. Wie würdest du das Verhältnis dieser beiden Schwestern beschreiben? Weil ich fand jetzt bei allen Schwierigkeiten deiner Figur, sie kümmert sich doch so weit, sie immerhin, sie ruft an und sie ist doch nicht so kalt. Also es ist ihr nicht egal, was mit dieser Frau passiert. Ja, das war irgendwie auch so eine besondere Herausforderung, weil es uns wichtig war, dass diese Figur, die Lola,
sich durchaus um ihre Schwester kümmern. Also das so wie wir alle, wenn man sozusagen ein Familienmitglied hat, das schwer krank ist. Man will sich kümmern, man will da sein. Man hat sozusagen ja automatisch ein Gefühl, ich will da sein, aber man stößt da einfach an seine Grenzen. Also auch wenn man jetzt nicht wie Lola auch selber Probleme hat, ist das einfach immer eine grenzwertige Situation. Und es war uns irgendwie wichtig, dass man jetzt nicht so erzählt, die kalte Unternehmensberaterin, sondern dass sie genauso, wie sie in ihrem Beruf versucht, möglichst viele Mitarbeiter zu halten und alles richtig zu machen, versucht sie eben auch in ihrem Privatleben alles richtig zu machen, übersieht da aber, dass man da nicht mit diesen Strategien denken und arbeiten und fühlen kann, wie eben in ihrem Beruf. Also ich finde das schön beschrieben, weil das ist tatsächlich auch ein interessanter Blick in diese Welt, diese Lebenswelt, die man erstmal liebend gern hasst, muss man ja auch mal sagen. Das sind die Leute, die kommen dahin, die machen Betriebe platt, schmeißen Leute raus. Das funktioniert bei euch etwas anders, die sind etwas anders und trotzdem ist es eben diese irre Sprache, dieser Quatsch, mit dem sie also schlimme Dinge beschönigen. Was hat dich interessiert auch an so einem Milieu und das in der Form auch mal so, ich finde schon zu sezieren? Da gibt es schon eine ganz, eine Langzeitfaszination. Also ich habe eine sozusagen Stiefschwester, die Unternehmensberaterin war, und als sie das noch aktiv gemacht hat, habe ich mal einen Dokumentarfilm mit ihr gemacht. Es war aber nicht möglich, wirklich in dieses Berufsleben reinzuschauen. Es ist ja immer alles vertraulich und so. Und ich glaube, aber das ist irgendwie geblieben, dieses Interesse und diese Neugier, wie das wirklich läuft. Und als ich dann begonnen habe, das zu schreiben, habe ich wirklich sehr, sehr viele Gespräche mit Unternehmensberatern und Unternehmensberaterinnen geführt, aber eher mit Ex-Beratern und Beraterinnen, die das eben hinter sich gelassen haben. Aber trotzdem ganz viel mitgenommen haben, nämlich von einer Effizienz und einer Zielstrebigkeit, die mir manchmal mehr erzählt hat über diesen Job, als was es sozusagen inhaltlich in diesen Recherchegesprächen gefallen ist, weil das meiste ist halt wirklich so, wie man sich es vorstellt. Aber was mir schon sehr wichtig war da Leute zu zeigen, die ihren Beruf ernst nehmen, die auch glauben, sie tun das Richtige, die nicht zynisch sind und die nicht, das ist ja auch der Schmäh, sagt man bei uns, mir fällt jetzt gerade das Deutsch. Ich glaube, wir wissen, was du meinst. Es ist ja gerade das Wichtige, ja, dass man ist nur gut in einem Beruf, wenn man daran glaubt, dass man das Richtige tut. Ich glaube, sonst ist man nicht gut. Man kann auch nicht zynisch, jetzt muss ich total aufpassen, was ich sage. Ich wollte gerade sagen, mein Drehbuchprofessor hat gesagt, man kann nicht zynisch trashige Serien schreiben. Man muss es ernst nehmen. Und wenn man es ernst nimmt, dann wird man irgendwann so. Und ich glaube, das ist wahr, dass man, um was gut zu machen, es daran glauben muss. Und diese Menschen glauben daran. Und die sind in dem wieder ehrlich. Und die sind nicht einfach zynische, böse Menschen, sondern die tun, was sie für richtig halten, mit all ihrer Kraft. Jetzt denke ich mir, Valerie war schauspielerisch an der Figur. Wir haben sie ja schon jetzt in ihrer Rüstung beschrieben. Ja, besonders interessant, dass sie ja da irgendwie eigentlich zwanghaft ausweicht, rausgeht, beziehungsweise Risse entstehen in dieser Rüstung, der Selbstmordversuch der Schwester, aber auch das, was so passiert im Job, übergriffige, eklige Männer und. Also was war sozusagen der Punkt für dich, wo es wahrscheinlich sehr interessant wurde an der Figur, etwas zu zeigen, wo eine Verunsicherung eintritt in einer Branche, die ganz auf Sicherheit setzt? Ja, das war tatsächlich für mich dann das Schönste eigentlich, sobald sozusagen diese Verunsicherungen eintreten. Eins der ersten Momente war für mich so, als quasi die Schwester zum ersten Mal anruft, anonym, und ich bin da gerade so am Mantel ausziehen und dann fällt mir das Handy runter und das alles eigentlich im Büro, wo das alles nicht sein soll. Also wo das hat mir persönlich wahnsinnig Spaß gemacht, auch dieser Figur in ihrer Uniformität und in ihrem Zusammenhalt und dieser extremen Kontrolle dann ziemlich bald so aufs Glatteis zu führen und sozusagen durch diese Anrufe, durch den abgebrochenen Stöckel sozusagen so auszubrechen und ihr zu quasi wie so, es war für mich immer wie so, ihr so zu zeigen, so geht's eh nicht, so kommst du nicht weiter, so kommst du nicht durch. Das war eigentlich dann so, ja, freudig, sie so aufs Glatteis zu führen. Also sehr reizvoll fand, weil es sind ja österreichische Künstler und größtenteils, also Marvin nicht, die ist aus Deutschland, aber das Ganze spielt in Rostock größtenteils. Ich brauchte ganz lange, das mitzubekommen, weil ihr seid aus so einer ganz anderen Welt. Die Figuren kommen aus einer ganz anderen Welt. Und es war eine Hafenstadt, war mir schon klar, aber ich gemerkt, es wird dann auch gesagt irgendwann mal, es ist Rostock. Das finde ich dann schon irgendwie eine ziemlich originelle Entscheidung. Und da waren es einfach die Fördergelder aus dem Norden. Das ist ja manchmal auch so, ne? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube nicht, dass es da Fördergelder gab. Wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, werde ich die Konsequenzen zu spüren bekommen. Aber ich bin heute schon in ein Rostock-Fettnäpfchen getreten. Kann ich es gleich wiederholen, weil es eh schon überall. Ich habe gesagt, ich habe nach einem Ort gesucht,
Also Unternehmensberater werden ja monatelang entwurzelt, also was heißt monatelang, sie sind ja immer woanders, ja. Aber sie werden auf ein Projekt geschickt, sagt man das. Und man kann sich ja nicht aussuchen, wo man da hinkommt. Man kommt nicht nach Manhattan und man kommt auch nicht nach Berlin, sondern man kommt irgendwo hin. Und dort muss man dann 6 Monate sein. Und es sind meistens nicht Orte, an denen man 6 Monate sein will. So war meine Mission, diesen Ort zu finden. Ich glaube, mehr müssen wir dazu jetzt nicht sagen. Wir sind ja auch nicht beim Norddeutschen Rundfunk. Es war filmisch ein total interessanter Ort. Das ist ein visuell... Ich habe das geliebt, da in Rostock. Das ist ein visuell so reicher Ort. Und das war, hat eigentlich die Entscheidung gebracht, dass es so viele Elemente hat. Und das war mir so fern als Wienerin, ja, aus was diese Stadt besteht. Der Hafen, die Altstadt, dann diese Satellitenstadt und darum. Das ist so einzigartig. Und das, also ich habe als Filmemacherin entschieden für diesen Ort. Du bist Ehrenbürgerin von Rostock noch, wirklich, keine Ahnung. Ich meine das ernst. Ist auch so, man sieht das auch. Und der Hafen ist immer eine Öffnung, ist immer ein Sehnsuchtsort, natürlich. Und das war für uns Rostock früher auch, weil ganz andere Häfen gab es ja eigentlich gar nicht so richtig. Aber jedenfalls heißt der Film Der Boden unter den Füßen und der beschreibt eben den Vorgang, dass man den verliert, aber vielleicht eben auch gewinnt. Auch das wäre ja möglich, durch so eine Öffnung, durch ein Infragestellen der eigenen Person, kann man ja plötzlich auch einen anderen Boden gewinnen. Also insofern würde ich sagen, hat der Film übrigens mit einigen sehr schön auch so surrealen Einschüben, wo man gar nicht so ganz genau weiß, passiert das in ihrem Kopf, passiert das in der Wirklichkeit, wer spinnt hier eigentlich, ist es sie, sind es die anderen. Auf jeden Fall hat dieser Film genau eben diesen Weg, den er uns beschreibt, den Weg vielleicht zum eigenen Boden unter den Füßen und der ist auch noch zu sehen und zwar morgen um 9.30 Uhr im Friedrichstadtpalast, riesige, große, tolle Leinwand und ungefähr 4.000 Leute, die sich diesen Film dann ansehen werden. Ansonsten eben hier im Wettbewerb der Berlinale Der Boden unter den Füßen mit Valerie Pachner, ein Film von Marie Kreuzer, diesmal mit einigen autobiografischen Bezügen. Vielen Dank euch, danke. Thank you.